Ja, nachdem wir Relaxo gefangen haben und uns nach Marmora City be uns begeben haben, werden wir jetzt auch sofort den Orden schnappen. Ja, und Latios haben wir auch noch gefangen, das finde ich auch gut. Da habe ich ein bisschen weniger Arbeit. Danach, ja, die Träger vor der Schnischeros, die sind mir alle eine Zierde. Sondern ich feigte sofort gegen Rocco. Aber er ist auch nicht so schlecht. Wir müssen, das muss ich auch zugeben, weil er hat die Fossil-Pokémon, Aerodactyl glaube ich nicht, Kabutops und Amoroso. Ja, schauen wir uns mal an, was er noch für Pokémon hat. Das Spiel von Rocco auch nicht so schlecht. Der erinnert mich auch ein bisschen an den aus dem Anime. Weil, wenn ihr vergleicht, der Rocco von damals und der Rocco von heute, die Haare zum Beispiel, die sehen auch ein bisschen anders aus. Die sind ein bisschen wauschiger und tanken ein bisschen, weil die Haare von Rocco damals waren spitz wie Stachel. Aber ich werde jetzt nicht mehr auf auf seinen Style eingehen, sondern auf seine Fähigkeit zu kämpfen. Das kommt dann mit einem seiner Fossil-Pokémon. Und ich greife mit Kraftkoloss an. Ich hoffe, es wird noch nicht kill. Jawohl. Massenhaft ohne Erfahrungspunkte. Ich wechsle mal zu Gyarados. Onix, und mittlerweile ist ein Onix so ein Stardos, erwachsen, wenn wir Anime schauen. Dann weiß das wahrscheinlich auch jeder. Naja, aber das ist ein Remake und damals in der Gold. Da hatte er auch noch ein Onix. 2001 und da hatte er auch noch Onix bei sich im Team gehabt. Ja, Stalos muss ja auch nicht unbedingt jetzt haben. Er ist nämlich ein Bodentyp. Obwohl er sich auf Boden-Pokémon spezialisiert, hat er nur Steine. Jetzt tauscht er aus und setzt Rion ein. Ich frage mich, warum er jetzt kein Rizeros hat. Ich tausche auch aus. Wie du mir so stier, mein lieber Freund. Ja, Grimasse. Senkt den Irritationswert um 2. Das könnte jetzt eventuell darauf hindeuten, dass ich jetzt als zweiter angreife. Aber Rion ist auch nicht so schnell, deshalb greife ich immer noch zuerst an. Erster Schlag. Wenn man dazu sagt. Ja. Jetzt kommt Amoroso nochmal rein und ich wechsle wieder zu Ampharos. Amoroso ist ja Wasser. Ampharos Elektro. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja. Sein Schutzschild nützt ihm auch nichts mehr. Früher oder später wird sie eh besiegt. So. Damit haben wir auch den nächsten Orden. Geht ja viel schneller als in Johto. Und wir hatten eine TM. Ich weiß nicht, welche es ist. Ich werde es auch nicht nachgucken. Weil es mir eh scheißegal ist. Ja. Dann würde ich mal sagen, auf geht's nach Alabastia. Zu Professor Eich. Wir sollten ja am Grüße ausgeben von Professor Lind. Aber wieso fahrst du nicht einfach Fahrrad?
wieso fahre ich in die falsche Richtung? Ja, und jetzt kommen wir in den Vetania-Wald. Der ist, im Gegensatz zu Gold, Silber und Kristall, auch wieder vollständig dabei. Finde ich auch geil. Weil damals war das ja halt nur so eine, so eine Art Labyrinth. Hier ist es, wie auch in den ganz alten Rot, Blau und Gelben Editionen, auch, wie Feuer und Blau, Grün, auch wieder ein ganz normaler Wald. Und die alte, bekannte Mucke. Ach ja, da wird man wieder nostalgisch, wenn man das hört. Schade, Items einsammeln. Blaue Flöte. Einer der Flöten. Und ich weiß aber nicht, welche Fähigkeit das kann. Ja, und da ist auch schon Ausgang. Mit Daniel war jetzt nicht so, dann nicht groß. Ja, und Vetania City befindet sich direkt vor uns. Da, wo auch die Arena von Blau ist. Der Anime heißt ja Gary. Ja, der Rivale von Ash. Der, aber wir können jetzt nicht gegen ihn kämpfen, weil er befindet sich nicht in der Arena, sondern in auf der, Zinnoberinsel. Ja, wenn wir ihn jetzt ansprechen würden, in, auf der Zinnoberinsel, dann verweigert er dass wir jetzt kämpfen wollen. Und zwar müssen wir erstmal alle anderen Orden einsammeln und dann können wir wieder ansprechen, um dann gegen ihn zu kämpfen. Aber seine Arena ist sehr trickreich, da da sind solche Felder, die schieben uns irgendwo hin. Das kennt ihr wahrscheinlich doch, wenn ihr Rubin Saphir die Arena in Mospar City gemacht habt. Da wo ihr gegen Ben und Svenja treten müsst im Doppelkampf. Da hat der da gab es auch solche Felder. Da ist es nämlich ein bisschen schwieriger, weil da alles farbenfroh ist und so. Werde ich euch noch später zeigen. Das wurde mir sogar so viel, dass ich sogar in der Hardgold-Edition sogar ein bisschen gecheatet habe. Und zwar, dass ich da durch Wände gelaufen bin. Weil ich hatte irgendwie einen Durchblick verloren. Die Agilität von B-Boy nützt auch nichts mehr. Und da hat noch ein Smetbo dabei. Das sehen wir auch noch schnell mit dem Surfer. Ja. Begatro erstellt 66. Ja, und noch was, und zwar. Ah, ich will deine Nummer nicht. Und zwar befindet sich in Vetania City, wie auch damals ein Haus. Und zwar ist das dieses hier. Und zwar kann man da einen Kampf machen. Will ich jetzt aber nicht machen, weil ich kann es euch erklären. Und zwar heißt der Trainer dort Hermann oder Jennifer. Je nachdem, wie Junge oder Mädchen, das ist immer unterschiedlich. Und zwar haben die Pokémon, und zwar Hermann hat da die drei Starter aus Johto in der entwickelten Form, Tornupto, Impagato und Meganie auf Level 50. Und dann kämpft Rock gegen diese Pokémon auch auf Level 50. Jennifer hat andere Pokémon, aber das ist unterschiedlich, ich kann die jetzt auch nicht alle sagen. Und zwar wird das dann nach den offiziellen Regeln gekämpft. Einzelkampf, keine Items dürfen eingesetzt werden. Und so weiter. Dann Level 50. Es kommt die schöne, geile Mucke von der Route 1. Wir halten einen wichtigen Anruf. Ich würde mal sagen. Wer war das denn? Keine Ahnung. Wie gesagt, falls es jemand weiß, ab in die Comments. Gegen die Trainer will ich jetzt nicht kämpfen. Hab ich einfach keinen Bock drauf. Ne, ich will nämlich nach Alabaster kommen. Ja, wir sind am Ursprungsort aller Abenteurer.
Denn jeder hat seine Karriere immer in der Lost angefangen. Ich muss schwer hoffen. Ja, es gibt uns ein paar Möglichkeiten, dass wir auswählen können. Ich würde mal sagen Pokédex. Wir werden den Pokédex bewerten. Aber ja, ich weiß, ich habe nicht viele gefangen. Ist mir auch scheißegal. Ich werde das Spiel auch nicht so durchspielen. Ja, hier ist das Haus von Rot und hier von Blau. Ich würde mal sagen, ich speichere mal. Im nächsten Part sehen wir dann. Ich würde mal sagen, wir surfen mal Richtung Zinnoberinsel.